Hallo zu dem Tutorial, wie man im Sculpting-Modus in Blender 2.1 Venen, Falten und Poren erstellt. Hier habe ich mal schon ein paar Vorbereitungen getroffen, indem ich einfach einen Charakter mir von MakeHuman, das ist ein Freeware-Tool, habe generieren lassen und es in Blender exportieren lassen. Ich gebe den Link in der Beschreibung mit, beziehungsweise werde noch am Ende des Videos nochmal den Link einblenden lassen. Des Weiteren habe ich einige Texturen, brauche ich für diese Technik, die ich verwende. Ein paar Alpha-Texturen, die habe ich mir von Pixologic Resources runtergeladen. Ist eine Seite, wo es einige Alphas runterzuladen gibt, nicht nur für Falten und Poren und so weiter, sondern auch für Textilien aus der Natur und so weiter. Alles kostenlos, kann man sich runterladen, kommt im PSD-Format. Ich habe das einfach in PNG von GIMP umwandeln lassen und dann eben hier mir in Blender angelegt. Ihr seht, hier habe ich schon einige, schon ein paar Vorbereitungen gemacht. Wie man so schön in den Kochsendungen sagt, ich habe da schon mal was vorbereitet. Auch mit dem Fake-User versehen, damit das beim Speichern eben nicht verloren geht, wenn er keinen User hat. Gut, das erstmal zu den Vorbereitungen. Ich bin jetzt schon im Sculpting-Modus, habe hier einen Multi-Resolution-Modifier verwendet, um eine höher auflösende Grafik zu bekommen. Ihr seht hier unten, dass ich über 4 Millionen Punkte Vertexes und über 3 Millionen Faces habe. Damit kann man diese Poren, Venen und so weiter gut darstellen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier den Brush Sculpture einfach kopiert und in Pores genannt und mit meinen Einstellungen versehen, wie den Radius, Strength. Und die Textur ist auf Mapping Viewplane gestellt. Ihr könnt auch ein anderes nehmen, zum Beispiel Tiled. Dann wird es eben wiederholt nach einem bestimmten Muster. Stroke habe ich auf Anchored gestellt, so dass es im Mittelpunkt, Mittelpunkt anfängt. Also wenn ihr hier diesen blauen Punkt seht, dann kann ich das eben ziehen und diese an dem Punkt, wo ich eben die Maustaste gedrückt habe, dann zieht es eben mit diese Textur, diese Alpha-Textur. Gut, ich denke, das waren erstmal so die Einstellungen, die man zu beachten hat. Also ich denke mal, ihr wisst, wie man so eine Textur hier anlegt. Einfach eben neue Textur anlegen, irgendwie benennen und einfach auf Image, Type Image Movie und dann eben die Alpha-Texturen hinterlegen. Somit können wir eigentlich schon anfangen. Ich beginne gern bei Charakteren, wenn ich solche Sachen verwende mit solchen Alphas bei den Augen. Die älteren Leute unter uns wissen sicherlich, dass unter den Augen einige Falten zu sehen sind. Die Jüngeren werden zu dem Wissen auch noch gelangen. Insofern fange ich hier mal mit den Augen, unteren Augenlidern an, da meine Falten reinzubauen. Dazu wähle ich mal ein relativ geeignete Alpha-Textur aus. Nochmal kurz zum dem Tutorial. Das soll jetzt kein fertiger Charakter werden. Ich will euch einfach nur die Technik zeigen. Ihr könnt dann das selber ausprobieren und nach Lust euch Laune euch austoben, wie ihr den Charakter eben gestalten wollt. Ich will euch einfach nur zeigen, wie die Technik dazu funktioniert. Und wie man eben so einen Charakter ein bisschen realistischer darstellen kann. So, ich habe jetzt einfach mal die linke Maustaste gedrückt. Also ab Blender 2.8 ist ja die linke Maustaste. Kann man natürlich wieder umstellen, aber mag die linke Maustaste eben als Selektierungstaste. Und wie ihr seht, kann man hier dann eben diese Texturen auftragen auf den Oberfläche des Charakters. Und sie drehen mit der Maus, einfach die linke Maustaste halten lassen und eben auch größer machen und ja, verschiedene Einstellungen. Sieht jetzt nicht so toll aus, deswegen gehen wir da machen wir das nochmal rückgängig und machen auch mal ein bisschen das Strength ein bisschen runter. Und können dann
den Radius etwas erhöhen, damit wir einen größeren. Ah ja, noch ein Wort kurz hier zu dem, weil ich habe ja auf der linken, am linken Auge und am rechten Auge habe ich die beiden Punkte. Das ist einfach die Symmetrieeinstellung, wenn man hier oben hingeht. Und dann gibt es unter dem Punkt Symmetrie, könnt ihr eben einstellen, welche Symmetrie angegeben werden. Ich habe jetzt mal hier, das ist Spiegel auf dem linken und rechten Auge, aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ganz genau sein wollt, klar, es gibt, wenn man sich die Anatomie des Menschen anschaut, dann sind natürlich die linken und rechten Augen ähnlich, aber nicht gleich. Und insofern könnt ihr das auch ohne Symmetrie machen, wie ihr das eben möchtet. Das nur so als kleiner Hinweis. So, wie gesagt, fangen wir jetzt mal an. Ja, ich kann jetzt hier mal ein paar kleinere Falten erstellen. Hier am Auge und eben das weitermachen. Es scheint schon ein alter Mann zu sein, deswegen hat er jetzt auch schon ganz schön viele Falten. Wie gesagt, das soll jetzt nicht perfekt sein, sondern ich will euch einfach nur die Technik zeigen. Und das Video soll auch nicht zu lang werden. Einfach aus dem einfachen Grund, damit man eben euch nur die Technik zeigt. Hier habe ich jetzt mal an den Augenrändern sind ja auch oftmals die Falten schön zu sehen. Und jetzt sieht man eigentlich schon, dass wenn man das mal schon vom etwas Weiteren betrachtet, dass der Charakter ein ganz anderes Aussehen bekommt durch eben diese Alpha-Texturen. Was ich jetzt mal machen will, ist zum Beispiel, nehme ich jetzt mal hier ein paar Poren, die man sich hier in das Auge legt. Ich nehme dann mal einen anderen Radius und lege die hier rein, da ja an dieser Stelle eigentlich immer so ein paar Poren schön zu sehen sind. Gerade um die Nase herum. Klar, es hängt natürlich auch immer von dem Menschen ab, sind die Poren doch schon eher sichtbar als zum Beispiel an der Wange. Also man kann das jetzt hier beliebig weiter treiben, man kann jetzt hier an der Stirn auch die Falten erstellen. Nehmen wir auch mal wieder diese Falten und ja, man muss da ein bisschen freemeln. Ich will das jetzt gar nicht so perfekt machen, weil das Video soll auch nicht zu lang werden. Sollte ich auch nicht langweilen, sondern ihr sollt einfach nur sehen, wie die Technik funktioniert. Also ihr seht jetzt hier habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Stirnfalten reinbekommen. Man kann da auch andere nehmen, zum Beispiel die hier, um das ein bisschen anders zu gestalten. Also das ist halt auch ein bisschen künstlerische Arbeit, wie man das gestalten möchte, und man sollte sich vielleicht auch ein bisschen mit der Anatomie eines Menschen auseinandersetzen, damit man weiß, wo denn die Falten und Poren und sowas stattfindet. Was zum Beispiel ich ganz extrem gut finde, sind zum Beispiel die Hände, die kann man relativ leicht mit diesen Falten versehen. Da nehme ich mal diese Alpha-Textur. Und dann kriegen die Hände auch relativ schnell schon ein ganz anderes Aussehen, viel realistischeres Aussehen. Und da ich Symmetrie eingestellt habe, brauche ich nur eine Hand machen und man sieht, ja, das sieht schon eigentlich relativ gut aus, obwohl ich das jetzt wirklich relativ schnell über die Bühne gehen lasse und euch eigentlich nur die Technik zeigen will und nicht hier den Charakter. Das könnt ihr dann selber machen, wie ihr Lust und Laune habt. Da braucht ihr nicht jeden Schritt verfolgen, den ich hier jetzt angebe. Zumal auch wen kann man machen, bei wen sollte man halt immer auch drauf achten. Also ich habe jetzt hier meine Alpha-Vene, dass man jetzt hier anstatt Falten gehen ja nach innen in die Haut. Venen sind eher nach außen. Deswegen sollte man hier das umstellen. Und dann kann man zum Beispiel hier eine schöne Vene an der Hand erstellen. Hätte man auch nicht so groß machen müssen. Kann auch ein bisschen kleiner machen. Ja, je nachdem, wie sportlich der ist. Meine sportliche Leute haben ja öfters mal diese Venen sehr dick. Ja, das ist eigentlich die Technik, die ich euch zeigen möchte und um die es eigentlich geht.
da gibt es auch nicht groß mehr was zu sagen. Ihr könnt dann jetzt, euch eben mit den Alphas und mit eben dieser Technik euch einen Charakter austoben. Könnt euch natürlich auch euren eigenen Charakter erstellen, wie ihr das möchtet. Das ist ja euch überlassen, wie ihr am besten euren Workflow in der Hand habt. Ich lasse mir meinen Charakter gern durch MakeHuman erstellen. Ich finde dieses Tool super, ist auch eine super Community. Die helfen euch, wenn ihr eben Fragen dazu habt. Und mit der neuen Version in MakeHuman hat es auch viele, viele Vorteile, mit Blender zu kommunizieren. Man kann zum Beispiel direkt, ohne einen File zu erstellen, aus MakeHuman den Charakter in Blender importieren. Also einfach nur durch einen Mausdruck im Portium. Aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich wollte es euch eigentlich nur zeigen. Was man jetzt noch machen kann, um eben diese Technik dann auf ein Low-Poly-Objekt zu verwenden, und eben muss man eine Normal-Map erzeugen. Die macht man ganz einfach, indem man hier erstmal auf den Multi-Res-Modifier, ich gehe immer dann gerne, das ist ja immer die Differenz zwischen dem Preview und dem Render, so wird die Normal-Map erstellt. Also man muss erstmal auf den, um eine Normal-Map zu erstellen, muss man auf Null stellen. Wenn ich jetzt mal hier in das UV-Editing gehe, ich meinte eigentlich ins Shading, und hier hatte ich jetzt schon mal eine UV-Map. Eine Normal Map habe ich hier jetzt schon mal vorbereitet gehabt, habe auch das entsprechende Encycle, die entsprechende Textur angelegt, eben mit dieser Map verknüpft, indem ich es einfach angeklickt habe. Und dann kann man einfach das Baken. Hier unten Bake from Multires muss man anklicken, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und das machen wir jetzt auch mal. Und ihr seht, relativ schnell hat man seine Normal Map. Wie ihr seht, auch mit den Falten und mit den Poren hier unter dem Auge. Ja, ist vielleicht jetzt nicht ganz so realistisch. Müsst ihr halt sehen, wie ihr das hinkriegt. Hier sieht man auch schön die Poren und so weiter. Und dann habt ihr eine Normal Map, die ihr einfach auf ein Low-Poly-Objekt überlagern könnt, beziehungsweise dann sieht das Low-Poly-Objekt wirklich fast wie ein High-Poly-Objekt aus, aber ihr habt eben nicht diese ganzen Vertices. Ihr seht ja, hier sind 21.000 Vertices nur vorhanden. Im Gegensatz zu den, ich glaube, waren über 4 Millionen. Ja, ich denke, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich blende jetzt nochmal die Links ein, und in der Beschreibung gebe ich sie nochmal an. Aber ich wollte euch nur die Technik zeigen, und jetzt kann ich euch nur viel Spaß wünschen. Wenn ihr diese Technik gut findet, könnt ihr die gerne verwenden, und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Also bis zum nächsten Mal. Noch ein Wort, bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal geben wir diesem Charakter ein paar Haare. Die erstellen wir über die Partikel von Blender. Werden aber mit Curves arbeiten und die dann nachher in Mesh konvertieren, ist auch eine ganz interessante Technik, die ich euch dann zeigen. Könnt einfach mal wieder reinschauen. Bis dahin, alles klar, viel Spaß beim Blendern. Bis dann, ciao.